Als die Nationen Europas vor 5 Monaten in den Krieg zogen, versprachen sie sich ein glorreiches Abenteuer, das bis Weihnachten erfolgreich beendet sein würde. Aber mittlerweile waren zigtausende von Menschen, Soldaten wie auch Zivilisten, gestorben und viele weitere schwer verwundet oder gar verstümmelt. Der Krieg ist alles andere als vorbei und mittlerweile ist Weihnachtszeit. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Letzte Woche wurden die russischen Pläne einer Eroberung Ungarns mit der Schlacht von Libanova zerstört. An der Westfront machten sich die Alliierten gerade daran, einen erneuten Großangriff zu starten, während sich das Wetter verschlechterte. In Afrika kam es zu Scharmützeln in den Kolonien und britische Küstenstädte im Osten der britischen Insel wurden von deutschen Kriegsschiffen beschossen. Zum ersten Mal seit 1690 waren auf der britischen Insel Zivilisten durch feindliche Angriffe ums Leben gekommen. Den jeweiligen Angreifern kam es so vor, dass das fürchterliche Dezemberwetter irgendwie immer auf der Seite ihrer Feinde war, wohingegen der Regen dazu führte, dass die Schützengräben an der gesamten Westfront nahezu unbenutzbar wurden. Auch auf der Seite der jeweiligen Verteidiger gab es also haufenweise Probleme wegen des Wetters. Tausende britische Soldaten waren wegen Befalls ihrer Füße mit der heimtückischen Bakterienkrankheit Grabenfuß kampfunfähig und mussten sich oft einer Amputation der Füße unterziehen. Bis Weihnachten war das gesamte Gelände im britischen Sektor laut Generalstabschef John French zu einem einzigen Sumpf geworden. General Smith Dorrien ging sogar noch weiter und sagte, es schien keine Steine oder Schotter mehr zu geben und der Regen verwandelte die Erde in eine Art zähflüssigen Matsch von der Konsistenz eines Eintopfs. Einen Schritt abseits der Straßen zu machen bedeutete, sofort darin einzusinken. Alle bisher in den Gräben angelegten Bauwerke wie Unterstände und die Grabenwehr, Sandsäcke, Lattenroste und Leitern versanken langsam im Matsch und um diese und damit den eigenen Schutz zu erhalten, musste fortwährend daran gearbeitet werden. Und selbst wenn es gelang, die Gräben halbwegs benutzbar zu halten, war es meist unmöglich, den Feind anzugreifen. Die Grabenmauer war hoch und wenn die höher gelegenen Schützenstände vom Regen und Schlamm weggespült worden waren, gab es keine Möglichkeit mehr, über den oberen Rand der aufgeschichteten Sandsäcke hinwegzuschießen. Und trotzdem mussten die Soldaten irgendwie kämpfen, als die Offensive in der Champagne begann, die die nächsten Monate andauern sollte. Dies war der erste große Angriff der Alliierten an der Westfront seit dem Beginn des Grabenkrieges. Aber das Winterwetter sorgte dafür, dass die Probleme und die Verzweiflung auf beiden Seiten immer größer wurde. Am 18. Dezember griff das indische Korps die Deutschen bei Givenchy an. Zunächst waren sie erfolgreich, doch als sie gerade dabei waren, den ersten deutschen Graben einzunehmen, stießen sie in einem Kommunikationsgraben auf sich ergebende deutsche Soldaten. In deren Rücken waren jedoch Reserveeinheiten mit Maschinengewehren postiert, die bereit waren, ohne Rücksicht auf die eigenen Kameraden sofort das Feuer zu eröffnen, sollten die indischen Truppen sich weiter nach vorne bewegen. Die Inder waren nicht allein, sondern es kämpften schottische Soldaten, die auf der ganzen Welt als besonders tapfere Kämpfer angesehen wurden, an ihrer Seite. Jedoch waren deren Gewehre von Matsch und Schlamm verstopft, sodass sie gezwungen waren, sich zu ergeben. 2 Tage später eroberten die Deutschen alles verlorene Terrain umgehend wieder zurück. Diese Art des Gebens und Nehmens würde sich über die nächsten Monate hinweg ständig wiederholen, trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der Alliierten. Für kleinste und oft nur kurzzeitige Gebietszuwächse starben täglich Hunderte von Menschen. Dies führte zu verzweifelten Reaktionen und radikalen Maßnahmen der Befehlshaber. So gab beispielsweise der britische Kommandeur French am 21. Dezember den Befehl heraus, dass an der Westfront die unmittelbare Reaktion auf eine gehisste weiße Flagge, die eigentlich ein Zeichen fürs Aufgeben ist, Beschuss zu sein habe. Dies sollte auch für Schiffe gelten, wenn es Zweifel darüber gäbe, ob ein Schiff hilflos ist oder nicht, sollte es lieber versenkt werden. Und plötzlich war es Weihnachten. An Heiligabend schrieb der junge Leutnant Sir Edward Hulls in sein Kriegstagebuch: Ein aufklärender Späher namens F. Merker traf auf seinem Erkundungsgang eine deutsche Patrouille, die ihm eine Feldflasche mit Whisky und einige Zigaretten gab. Außerdem brachte er eine Nachricht mit sich. Wenn wir nicht auf sie feuern würden, würden sie es auch nicht tun. In dieser Nacht an der Front waren die Waffen still. Am nächsten Morgen spielte sich dort eine der
außergewöhnlichsten Begebenheiten in der Geschichte des modernen Krieges ab. Deutsche Soldaten spazierten durch das Niemandsland in Richtung der britischen Linien und die britischen Soldaten wagten sich aus ihren Gräben, um die Deutschen zu treffen. Unglaublich aber wahr, die verfeindeten Soldaten setzten sich an Weihnachten friedlich zusammen. Sie tauschten Souvenirs, Zigaretten und Schokolade aus und spielten sogar gemeinsam Fußball. An manchen Stellen gab es Arrangements, um die noch vereinzelt herumliegenden Toten zu begraben. Beinahe im gesamten britischen Sektor waren solche Szenen zu beobachten, ebenso an einigen der belgischen und auch französischen Frontabschnitte. Fast immer ging die Initiative von deutschen Soldaten aus. Hier noch eine kleine Anekdote aus Martin Gilberts Buch The First World War. Das letzte, was ich von dieser Sache gesehen habe, war die Vorstellung, wie einer meiner Maschinengewehrschützen, der vor dem Krieg hobbymäßig Friseur gewesen war, einem gutmütigen Bosch, also einem deutschen Soldaten, dessen unnatürlich langes Haar schnitt. Dieser kniete ruhig auf dem Boden, während der Haarschneider seinen Nacken entlang fuhr. Welch ein Vertrauen, einen eigentlich feindlichen Soldaten mit einer Schere und einem Rasiermesser an die eigene Gurgel zu lassen. Als der Oberbefehlshaber French von diesen Ereignissen hörte, erließ er Befehle, die verhindern sollten, dass etwas derartiges je wieder vorkommen könnte. Tatsächlich war nur ein geringer Teil der gesamten Front betroffen gewesen. Im Elsass beispielsweise griffen die Franzosen die deutschen Stellungen an und bei Cuxhaven attackierten 9 britische Wasserflugzeuge an Weihnachten die dortigen Zeppelinhallen. Während also Weihnachten den Soldaten an der Westfront teilweise eine kurze Atempause verschaffte, gingen an der neuesten Front am Kaukasus die Kämpfe weiter. Im November hatten die Türken die russische Bergmann-Offensive erfolgreich zurückgeschlagen. Mittlerweile hatten sich die Russen bei Sarikamis neu formiert und die Türken hatten ihre Truppen in Erzurum zusammengezogen. Auf russischer Seite befürchtete man, dass die Türken versuchen würden, die strategisch wichtige Festung von Kars einzunehmen. Aber das türkische Ziel war ein anderes und viel simpler: die Russen mit Hilfe von 3 verschiedenen Armeekorps zu umzingeln. Hierbei gab es allerdings einige Schwierigkeiten. Zum einen war der Winter nun auch in der Türkei angekommen und brachte kalte Temperaturen und meterhohen Schnee im Nordosten des Landes mit sich. Zum anderen war die Front über 1000 Kilometer lang, was schon im Flachland zu Komplikationen führen kann. Hier jedoch handelte es sich um ein Plateau mit über 2000 Meter hohen Bergen und der einzige Weg führte über hohe Gebirgspässe und kleine, unbefestigte Wege, die für die schweren Fuhrwerke der Artillerie unpassierbar waren. Die Russen hingegen hatten einen großen Vorteil. Sie hielten die Sarikamis Eisenbahnlinie. Die türkischen Einheiten umfassten etwa 150.000 Mann, aber sie waren schlecht ausgerüstet und viele besaßen nicht einmal Winterbekleidung, Decken und Zelte. Die russische Kaukasusarmee war verglichen damit gut ausgestattet, besaß aber aufgrund von Truppenverschiebungen an die Ostfront in Polen nur noch ungefähr 65.000 Soldaten in Sarikamis. Diese wurden nun von Freiwilligen aus Armenien und Griechenland unterstützt, weil sie glaubten, so ihr jeweiliges Staatsgebiet gegen die Osmanen sichern zu können. Tatsächlich kam sogar der Zar persönlich am 20. Dezember an diesen Frontabschnitt, um die möglichen Verbündeten für die russische Sache zu gewinnen. Er versprach dem Haupt der armenischen Kirche, dass eine strahlende Zukunft die Armenier erwarte. Dies jedoch brachte das Leben hunderttausender Armenier in der Türkei in unmittelbare Gefahr, glaubten doch die türkischen Machthaber, dass die armenische Minderheit Brutstätte des Feindes für Verrat sein könnte. Die osmanischen Truppen gingen am 22. Dezember zum Angriff über und obwohl am Anfang kleinere Erfolge erzielt werden konnten, waren die Soldaten hauptsächlich am Marschieren. Am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember, marschierten sie über 12 Stunden lang durch den Schnee der Gebirgspässe und hatten mit Erschöpfung, Erfrierung und Unterkühlung zu kämpfen. Viele starben, dabei hatten sie das eigentliche Schlachtfeld noch gar nicht erreicht. Wie es scheint, war diese Woche an allen Fronten eine Woche des Übergangs. Im Osten war es ruhig, weil beide Seiten sich für kommende Winteroffensiven umgruppierten. Mit Ausnahme der 100.000 Mann starken österreichischen Garnison in Chemische, die nach wie vor hinter den russischen Linien eingefesselt waren. Im Westen hatte eine große Offensive der Franzosen gerade begonnen, doch für einen Tag lang gab es eine Feuerpause und man erinnerte sich an Frieden und Brüderlichkeit. Der winterliche Schnee brachte dem Osmanischen Reich hingegen nur Elend, während die türkische Armee sich durch die Berge quälte, um die gegnerischen Russen in der Schlacht zu stellen. Zum Schluss noch ein Zitat aus Peter Harts Buch The Great War.
Am Ende des Jahres 1914 wurde deutlich, dass Alfred von Schlieffen sowohl richtig als auch falsch gelegen hatte. Er hatte insofern recht, als dass die Alliierten, sollte der Krieg länger dauern, ihre enorme zahlenmäßige Überlegenheit nutzen konnten, um das Kaiserreich zu besiegen. Durch den Versuch, einen schnellen Sieg zu erringen, hatten die Deutschen ihre Chancen verspielt, kleinere taktische Gewinne auszubauen und schließlich aus einer Position relativer Stärke heraus einen Frieden zu verhandeln. Durch den Versuch, im Sommer 1914 einen totalen Sieg zu erringen, verfehlten sie am Ende ihr Ziel bei weitem. Der Krieg entwickelte sich zu einem düsteren Pfad aufreibender Kämpfe und alle Beteiligten versuchten, die feindlichen Mächte so lange zu schwächen, bis sie sich nicht mehr zur Wehr setzen konnten. Weil alle Seiten zu Beginn über einen millionenfachen Nachschub an Soldaten verfügten, war es nahezu unmöglich, einen leichten Sieg zu sichern. Viele, viel zu viele sollten sterben, bevor der Krieg beendet werden konnte. Aber wir sollten uns auch daran erinnern, dass in diesem furchtbaren Umfeld noch etwas Menschlichkeit existierte. Die Soldaten hatten begriffen, dass es Menschen wie du und ich waren, die sie bekämpfen mussten. Wenigstens an Weihnachten wollten sie einmal den Hass und die Zwietracht vergessen und stattdessen Nächstenliebe und Brüderlichkeit leben. Und wir haben noch ein Special gemacht zum Weihnachtsfrieden. Klickt hier, um es euch anzusehen. Und wenn ihr noch weitere Ideen für Specials habt, schreibt sie uns in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ich und das gesamte Team von der Erste Weltkrieg wünschen euch jetzt schöne Feiertage und frohe Weihnachten.